Und damit Skumogum und Alo. Das heutige Video will ich direkt mal mit eins mystischer Frage kommencieren. Und zwar, wurde die Nintendo Switch 2 etwa im geheimen Hinterstübchen auf der diesjährigen Gamescom gezeigt? Diese Frage, müsst ihr euch vorstellen, spaltet gerade das gesamte Internet. Und ich finde, diese Frage ist auch irgendwo berechtigt, denn, naja, wir alle, und mit wir alle meine ich eben alle ohne Presseausweis und ohne Nintendo-Einladung auf der diesjährigen Gamescom, wir wussten ja noch nicht einmal, dass Super Mario Bros. Wonder auf der Gamescom legit ausgestellt war. Also, warum dann nicht auch möglicherweise die Nintendo Switch 2? Das alles und vieles mehr in diesem Video. Wir werden heute ein wenig darüber spekulationisieren und das wird sehr deliziös. Also lassen Sie jetzt sofort mal einen Daumen nach oben da für den heiligen Gerüchte-Support. Eins Like gleich eins Gerücht mehr, das aus dem Boden schießt. So wie Turnips aus dem Captain Todd-Spiel. Außerdem lassen Sie jetzt eine Abo-Klingel da. Aktivieren Sie sie, damit Sie nichts mehr in der Zukunft von weiteren heiligen Leaks und Gerüchten, räudigen Gerüchten verpassen an der Stelle. Vielen Dank für eure heilige Unterstützung und ich würde sagen, wir gehen jetzt sofort rein in Twitter. So, kurz vergessen, die Quelle einzurichten, man kennt's. Wir gehen direkt hier auf Twitter und kommen direkt mal zum User Jazz oder auch Jazz Corden. Ihr müsst euch vorstellen, was macht er denn so? Der ist Chefredakteur bei Windows Central und bei WinC Gaming. Also ich würde jetzt erstmal an der Stelle sagen, zwei Windows-related News-Medien, News-Seiten. Und der, müsst ihr euch vorstellen, hat jetzt vor einer knappen Woche Folgendes geschrieben, das ich wirklich legit jetzt erst gesehen habe. Also er muss das wahrscheinlich verfasst haben, als die Gamescom gerade vorbei gewesen ist. Das war ja quasi wenige Tage, nachdem die Gamescom vorbei war und ich könnte mir vorstellen, dass auch er hier mit am Start gewesen ist, dass er auch auf der Gamescom gewesen ist, weil größte Videospielmesse auf der Welt, legit, seitdem die E3 abgesoffen ist. Rip und F nochmal an der Stelle. Aber ja, er schrieb, ich habe kürzlich Gerüchte gehört, dass Nintendo die neue Switch auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen ausgewählten Pressevertretern und Entwicklern gezeigt besprochen haben könnte. Eine vollständige Enthüllung oder Leaks können relativ bald erfolgen. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Wir müssen natürlich weiterhin ein wenig Grain of Kalanamak-Salz über diese Situation streuen, denn das sind alles, wie er auch selbst geschrieben hat, Gerüchte. Es sind Rumors. Und als Rumor zählt halt eben auch, dass er eben von dritten Leuten irgendetwas gehört haben mag. Also vielleicht hat er von dritten Leuten auch schon quasi wortwörtlich gesagt bekommen, ey du, ich habe ein Gerücht gehört, dass vielleicht war er ja mit gewissen Leuten auf der Gamescom und die haben dann untereinander irgendwo gesprochen in der Fachbesucher-Area, keine Ahnung. Stellen wir uns das Ganze mal ein bisschen vor und da hat der eine halt gesagt, ey Bruder, ich glaube, ich habe Gerüchte gehört, so. Ich war letztens hier, ich war quasi am Pressetag in der Fachbesucher-Area und dann kam ein Kollege zu mir und hat sowas gesagt wie, ey Bro, ich habe gehört, du weißt, Halle 4.1, 4.2, 4.2 Obergeschoss, 4.1 Untergeschoss, Stand D irgendwas Dingenskirchen. Zum Beispiel Stand D 040. Ganz imaginable, okay? Und genau da hat er mir dann sowas gesagt wie, ey du, Bro, hier in Halle 4.2, Stand D040. Ja, quasi genau da, Halle 4.2, da hat er dann wohl zwei Leute gesehen, die sich unterhalten haben und sowas gesagt haben wie blablabla, Switch 2, blablabla. Also was ich damit sagen will ist, vielleicht hat er da halt den größten Paulanergarten gehört, den es gibt. Vielleicht wurde er verarscht, das kann ja auch sein, dass diese Leute, die zu ihm gekommen sind, ihm halt irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt haben, um ihn irgendwie zu misleaden oder zu trollen oder sowas. Obwohl ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, aber wir müssen realistisch bleiben, das kann halt eben passieren, right? Oder dass halt einfach unintentional irgendwelche Gerüchte entgegengenommen worden sind, die dann nur im Raum stehen, aber wo jetzt keine Substanz hintersteckt. Na, Grain of Salt, Grain of Kalanamak-Salz, ihr wisst, was es ist. Ding ist aber, wir müssen uns das nochmal vor Augen führen. Der Bruder ist Chefredakteur. Nochmal, er ist Chefredakteur bei Windows Central unter anderem. Das ist ein großes Online-Portal für Xbox. Ja, ein großes Portal für Xbox-related Content, wenn ich das richtig im Kopf haben sollte. Und
wenn man ein Chefredakteur ist, dann ist man doch meines Wissens nach kein unbeschriebenes Blatt, right? Vor allem, wenn man bedenkt, wie er eben auf Twitter dasteht, und zwar mit über 115.000 Followern. Klar, natürlich kann man auch immer das Reichweitenargument nutzen. Er macht das eben für die Cloud. Ja, aber was man ihm zugutehalten muss, moralisch hat er auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. Von daher gesehen, based guy. Ja, aber trotzdem, über 100.000 Twitter-Follower, das macht zumindest schon mal einen Eindruck. Wisst ihr, was ich meine? Das ist kein unbeschriebenes Blatt. Also weder Chefredakteur bei einer Zeitschrift zu sein, bei einem Online-Medium, noch über 115.000 Follower auf Twitter gesammelt zu haben. Also was ich damit sagen will ist, möglicher Kontakt zu Insider-Leuten in der Szene wäre auf jeden Fall schon irgendwo da, right? Und außerdem, und das ist jetzt mein gewisses Argument in dieser Angelegenheit, Super Mario Bros. Wonder wurde auch auf der Gamescom dieses Jahr gezeigt, im Geheimen. Wahrscheinlich irgendwo in Halle 4.2 oder Halle 4.1. Wahrscheinlich aber Halle 4.2. Zu meinen persönlichen Erfahrungen, was diese Presse-Area angeht, komme ich aber auch gleich dann. Jetzt aber nochmal zurück zu Mario Bros. Wonder, wurde eben auch das Spiel im Geheimen gezeigt. Wie gesagt, wahrscheinlich irgendwo in Halle 4.2 und es sind dort auch Previews aufgenommen worden, die abgecaptured worden sind, also Gameplay wurde abgecaptured. Es gab Anspielstationen, legit, auf der Gamescom. Nur in dieser einen bestimmten Presse-Area, wo nur Presseleute zugelassen sind. Und diese Presseleute wurden wahrscheinlich durch Auflagen oder Embargos von Nintendo Seite aus daran gehindert, irgendetwas nach außen zu plappern, von wegen, dass Mario Bros. Wonder eben auf der Gamescom ist. Oder dass es einen zweiten geheimen Pressestand in der Business-Area gibt. Also bedeutet das halt eben auch, dass es in der Presse-Area wahrscheinlich in Halle 4.2 irgendwo einen versteckten, hidden Nintendo Space gegeben haben soll. Einen zweiten Nintendo Pressestand in der Business Area. Und jetzt mal for real, wenn sie dort im ganz geheimen Hinterstübchen Mario Bros. Wonder ausstellen, warum dann nicht auch die Switch 2, ha? Huh? I mean, die hätte man ja dann auch wohl im selben geheimen Hinterstübchen zeigen können. Vielleicht noch irgendwie abgeschirmt durch eine versteckte Tür, wo dann nur gewisse Mitarbeiter rein dürfen, weil es so top secret ist. I don't know. Ich könnte es mir aber vorstellen, wenn man eben auch Creatoren wie mir, die im Pressebereich eingeladen worden sind, nicht mal eine Silbe erwähnt worden ist über Mario Bros. Wonder. Aber nochmal back zur Switch 2. Previews dazu könnten doch genauso, eben wie bei Super Mario Bros. Wonder, eben nur von Nintendo ausgewählten Pressevertretern, Presseguys, Pressemedien erstellt worden sein. Also nur ausgewählte Pressemedien sollen wohl laut ihm Zugang bekommen haben, eben zum Switch 2 Backroom in der Gamescom. Backroom, ne, und ich kann mir vorstellen, das ist mein Spekulatius, dass sie eben hier in diesem geheimen Switch 2 Backroom Previews aufnehmen durften, also eben einen Console-Überblick machen durften. Also, na, wenn man sagt, die Switch 2 ist dort ausgestellt, dann ist sie eben auch dort ausgestellt. Also sie ist in person da, man kann sie sich anschauen. Vielleicht ist es nur irgendeine Attrappe oder ein, wie sagt man? Attrappe trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Also ein Modell, das quasi keinerlei Elektronik besitzt, sondern vielleicht nur zum Zeigen gedacht ist. So der äußere Bling-Bling, einmal kurz die neuen Joy-Cons betrachten, einmal kurz den Bildschirm betrachten oder die Rückseite oder sowas. Vielleicht so etwas in der Größenordnung. Vielleicht war es aber auch keine Attrappe und sie ist elektronisch voll da gewesen und eben auch schon bedienbar. Und was eben mein Wild Guesses, dass diese Previews, die von den ausgewählten, geheiligten Pressemedien erstellt worden sind, dass die halt erstmal genauso wie bei Super Mario Bros. Wonder auch zurückgehalten werden. Bei Super Mario Bros. Wonder war ja eben die Zurückhaltung bis kurz nachdem die Gamescom vorbei war. Vielleicht ist es bei den Switch 2 Previews ja dementsprechend länger, bis eben diese neue Konsole letztendlich von Nintendo selbst angekündigt worden ist. Also was ich damit sagen will ist, es wäre doch vorstellbar, dass die Previews eben bis zu genau diesem Punkt zurückgehalten werden. Damit die deutschen Newsmedien oder die internationalen at least schon mal was in der Hand haben, bis dann die Ankündigung kommt. Aber die Frage ist da halt eben auch, wo ich auch ein bisschen Zweifel dran habe, wie lang möchte man diese Previews denn zurückhalten? Und ich glaube, so lange etwas im Ver
im geheimen Hinterstübchen zu halten, ist relativ ungewöhnlich. Ich glaube, bei einer Preview spricht man noch meistens irgendwie von einigen Monaten vor Release der Konsole und nicht vor Ankündigung der Konsole. Aber ich bin halt auch nur ein Dulli im Internet und das ist mein Guess. Ich weiß nicht genau, wie Nintendo das eben bei solchen Dingen wie Konsolen handhabt. Ich habe nur die Erfahrungen mit Spiele gemacht und kann euch sagen, Previews durfte ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis Nintendo uns als Creator nicht mehr lieb hatte, eben schon wenige Wochen vor Release, wenn nicht sogar, vielleicht sogar einen Monat vor Release hochladen. Also rein Previews jetzt. Preview-Gameplay-Material zum Beispiel durfte zum Beispiel 4 Wochen vor Release zu gewissen Regularien gezeigt werden. Aber gut, das hier kurz dazu. Weiterer Punkt, der dem Ganzen vielleicht ein bisschen Spiciness geben könnte, ist die Tatsache, dass Nintendo ja bis gestern, glaube ich, es ist jetzt vorbei, aber sie hatten bis gestern dieses so gesagte In-Person-Event namens Nintendo Live gehostet. Ich glaube, es war in Los Angeles und dort wurde ja sogar öffentlich und nicht nur hinter einem geheimen Hinterstübchen öffentlich Mario Bros. Wonder gezeigt. Jeder darf es spielen dort, jeder darf dort capturen, nur die Gamescom geht da natürlich wieder einmal leer aus. Passt jetzt zwar nicht kurz zur Thematik, aber ich will auch dazu nochmal kurz etwas sagen, weil ich es loswerden muss. Und zwar finde ich das echt kackendreist von Nintendo, dass sie legit eine Woche nach der Gamescom die Mario Bros. Wonder Direct zeigen und wenige Tage danach ein eigenes Live-Event hosten, in dem man eben öffentlich Super Mario Bros. Wonder ausstellt. Ja, Gamescom, 2. Klasse und ganz, ganz geheim, nur für die ganz besonderen Leute. Und bei Nintendo Live, ja hier, komm, ihr dürft alles machen, was ihr wollt. Ihr dürft es capturen, ihr dürft es mit nach Hause nehmen. Hier wollt ihr noch eine Switch 2 geschenkt haben. Und long story short, wenn sie dort dann sogar öffentlich Mario Bros. Wonder ausstellen, warum sollten sie dann nicht, wie auf der Gamescom mutmaßlich, im geheimen Hinterstübchen die Switch 2 zeigen? Aber ganz kurz zu Ende will ich nochmal meine persönlichen Erfahrungen sagen. Und zwar, ich war ja in der Presse-Area und ich war sogar von Nintendo eingeladen worden, dort zu sein. Und das war in Halle 4.2, Stand D0X0. Das sage ich jetzt mal an der Stelle, okay? Sucht euch eine Zahl aus. Na, das ist dann so, ihr kommt dann dahin, dann ist dann da so ein Schalter und dann sprecht ihr dort eben mit den jeweiligen Mitarbeitern. Und dann wird man eben von seinem Ansprechpartner oder seiner Ansprechpartnerin reingebeten und eben in das jeweilige Zimmer gebracht. Also ihr müsst euch quasi diese Stände in dem Pressebereich so vorstellen, das sind weiße Wände gewesen, von außen halt relativ hoch und am Schalter quasi sieht man ein bisschen was, wenn man so reinlunzt, aber im Interior, im Inneren dieses Standes sind quasi Wände, die eben mit Türen versehen sind. Na, und quasi der Eingangsbereich war so, ihr kommt da rein, dann sind verschiedene Türen überall. Na, und dann bin ich eben in das Zimmer hineingeschickt worden, in welchem man essen und sitzen, chillen kann, trinken kann. Na, und jetzt ist eben das Ding und diese Frage muss ich mir halt wirklich selber stellen. Kann ich mir vorstellen, dass in der Business Area, in dem Businessstand, in dem ich gewesen bin, Mario Bros. Wonder ausgestellt worden ist? Ich glaube nicht, weil ich glaube, wenn, dann hätte ich das wohl gehört. Ihr müsst euch vorstellen, die Wände sind quasi aus Pappe. Es ist zwar von außen auch relativ laut, weil wie gesagt, es sind halt wirklich nur Wände, es ist keine Decke über dir. Also sämtliche Geräusche, die von außen kommen, gehen natürlich auch ins Interior dieses Pressestandes hinein. Und vielleicht habe ich das auch überhört oder es gab zu der Zeit, wo ich da war, keinerlei anspielbare Geheimsessions, in denen dann Super Mario Bros. Wonder gezeigt worden ist oder die Switch 2 eventuell. Und wenn, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gehört, weil ich auch nicht aktiv darauf geachtet hätte. Ich habe ja auch die Zeit, in der ich dort war, eigentlich legit die ganze Stunde mit den jeweiligen Nintendo-MitarbeiterInnen gesprochen. Von daher, selbst wenn es genau in diesem Businessstand ausgestellt war, hätte ich es nicht mitbekommen. Von daher kann es halt eben sein, dass es eben einen zweiten kleinen geheimen Businessstand innerhalb Halle 4.2 oder 4.1 irgendwo von Nintendo gegeben hätte, wo man dann quasi reingeschickt worden wäre. Was ich halt nur, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, was ich so ein bisschen schade fand während des Treffens dort, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, als ich telefonisch den Termin für die Gamescom Presse Area gemacht habe bei Nintendo, so etwas gesagt habe wie, dass ich es schon sehr, sehr schade finde und dass ich auch sehr verwundert war, dass Mario Bros. Wonder nicht ausgestellt worden ist und nicht ausgestellt
wird in any way von Nintendo. Und als ich dann dort war, in person eben bei diesem Termin, ich kann mir vorstellen, so etwas auch gesagt zu haben. Ah, wie schade, dass es kein Super Mario Bros. Wonder gibt. Im Wissen der Nintendo-Mitarbeiter, es ist anspielbar, aber wir sagen es dir nicht, weil du bist nicht besonders genug. Und das finde ich schon sehr schade. Ich meine, klar, ich kann verstehen, dass es Regularien gibt, an die man sich halten muss. Ja, aber come on, sag doch einfach, ja, es gibt eigentlich legit, behalt's aber für dich, ne? Es gibt eigentlich legit Anspielstationen für Mario Bros. Wonder, nur wir dürfen das nicht der Öffentlichkeit zeigen. Da hätte ich gesagt, okay, ich werde es für mich behalten, alles absolut fein, gar keine Probleme. Das ist aber nur Hashtag meine Meinung. Ich kann mir aber an der Stelle schon sehr gut vorstellen, dass es dort Switch 2 Anspielstationen oder ich sag mal Hands-on-Stationen gegeben haben könnte, weil, naja, wenn es schon top secret ist, dass auf der Gamescom Mario Bros. Wonder anspielbar ist, dann wird es für Nintendo höchstwahrscheinlich auch top secret as well sein, wenn sie dort eben die Switch 2 ausstellen. Danke euch an der Stelle sehr fürs Zuschauerisieren. Das war meine Erfahrung von der Gamescom im Pressebereich und meine Einschätzung zum Switch 2 Gerücht in der Presse-Area. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Schreiben Sie mir Ihre Meinung sehr gerne in die Comments. Was denken Sie, könnte dort im Pressebereich noch gezeigt worden sein? Die Switch 3 eventuell auch? Und wenn ja, wer durfte diese Konsole anspielen? Wahrscheinlich nur Jeff Bezos oder ausgewählte Milliardäre wie Elon Musk, oder? Weil ist ja schon klar, dass man nicht dem Pöbel diese Konsolen zeigt oder diese Spiele zeigt, die anyway in einem Monat rauskommen. Das dürfen wirklich nur die Reinblüter unter den Pressemedien spielen und Milliardäre wahrscheinlich auch, ne? Aber gut, ja, damit bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich wohl. Go vegan.